Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich werde euch heute wieder live mit in den Teddy zum Shoppen mitnehmen. Ich werde euch alle Halloween-Artikel zeigen, die es aktuell bei Teddy zu kaufen gibt. Dieses Video ist ja eine Halloween-Edition. Also ich zeige euch alle Halloween-Produkte. Darauf freue ich mich schon riesig. Alle Produkte, die ich heute auch bei Teddy kaufen werde, werde ich euch in meinem nächsten Teddy-Haul zeigen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Halloween feiert oder ob ihr da irgendwas macht, ob ihr dekoriert oder eben ja eine Party oder so veranstaltet. Das würde mich echt total interessieren. Also schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ja, ich bin schon so gespannt, was ich heute bei Teddy alles so finden werde. Wenn euch solche Shopping-Vlogs interessieren, also ich gehe mit euch auch regelmäßig jeden Monat zu Action zum Beispiel, werde euch auch bei Action die Halloween-Produkte zeigen. Ich drehe euch auch ein Herbst-Edition-Video aus den Geschäften Teddy, Action, Systrene Grene, Ikea und auch noch viele weitere. Also ich gehe mit euch auch regelmäßig shoppen und zeige euch in den verschiedensten Geschäften, was es so Neues gibt. Also wenn euch das interessiert, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Teddy Shopping Vlog in der Halloween Edition. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, ich bin im Teddy angekommen. Ich schaue jetzt gleich natürlich nach Halloween-Sachen, die ich euch zeigen kann. Hier gibt es ein paar Verkleidungsartikel und hier eine Partybrille mit Spinnenweben. Hier auch eine Maske, aber ich glaube, das hat nicht so viel mit Halloween zu tun. Das ist irgendwie gerade hier ein bisschen durcheinander. Strohhalme mit Skeletten und hier auch so Schminke. Was haben wir noch alles? Ich bin jetzt gerade am gucken. Hier noch was für 2 Euro. Eine blutverschmierte Schürze. Hier habe ich jetzt direkt noch mehr Halloween-Sachen gefunden. Spinnen, die sollen im Dunkeln leuchten. Die kosten nur 1 Euro. Dann haben wir hier für 3 Euro so Schminksets, hier sogar mit Zähnen, Vampirzähnen, hier auch. Weitere Schminksets und hier haben wir eine Süßigkeit, Candy Blood, okay. Hier was zum Basteln für 2 Euro, ein Filzkorb kann man hier draus basteln. Was haben wir da? Ein Spinnennetz mit Spinnen für 2 Euro. Dann, das ist wieder ein Bastelset, Spinnenring. Ah, okay, auch für 2 Euro, 3 Stück sind da drin zum Basteln. Hier für eine Halloween-Party ist es vielleicht auch ganz cool, wenn man sich verkleidet. Das ist Latex, damit kann man Narben machen. Und damit soll man im Dunkeln leuchten. Wieder ein Bastelset. Da haben wir auch was zum Basteln für je 2 Euro. Das ist ein Kratzbild, Fledermäuse, Sticker oder Tattoos und hier auch eine Happy Halloween Girlande. Kostet 2 Euro. Das ist jetzt eine Stickerrolle für 1 Euro mit verschiedenen Kürbisgesichtern. Das sind so Sticker. Ich glaube, da nehme ich mir sogar mal eine Rolle mit.
Hier weitere Deko für Halloween. Das ist so ein Teelichthalter, da kann man Teelicht reinstellen. Ein Jute-Seil für 5 Euro. Hier gibt es dann ein paar Herbstdekorationen für 7 Euro. Und der kleine kostet, der ist günstiger, der kostet nur 2 Euro. Hier geht es weiter mit Halloween-Stuff. Hier als Deko ein Kürbis. 3 Euro kostet der. Gibt es auch andere. Schon wieder so ein Zwerg. Gucken wir mal hier oben. Hier geht es weiter. Gibt es auch richtig viel Sticker. Für 1 Euro. Zum Basteln vielleicht für die Kids oder so. Ein Bügelbild. Gucken, ob es da andere Farben gibt. Nee, nur in grün. Kostet 2 Euro. Spinnen zum Kleben für 1 Euro als Halloween-Deko. Ganz cool. Hier gibt es LED-Lichterketten für 5 Euro. Und die kostet auch nur 2 Euro. Nochmal ein Bastelset für 2 Euro. Da kann man Fledermäuse draus basteln. 2 Stück. Und hier, was ist das? Das ist so ein LED, oder? Ah, Solar sogar. Kostet auch nur 1,50. Das geht, finde ich, voll. Für draußen zum Beispiel, für den Eingang oder so. Hier gibt es dann weitere Kostüme für Kinder, für Erwachsene. Hier so ein... Für 3 Euro, das ist richtig günstig. Ah, das ist nur der Umhang. Dann gibt es hier auch so Masken für 10 Euro. Gibt es hier auch verschiedene. Sogar Kontaktlinsen gibt es hier bei Teddy. Die, wo so... Ja, Halloween-mäßig eben aussehen. Gibt es auch verschiedene, habe ich gesehen. Guck mal, das gibt es noch. Dann die hier. Ein LED-Lampignon für 2 Euro. Und hier, das ist, glaube ich, eine Tischdecke, oder? Mitteltischdecke für 2 Euro. Die finde ich aber auch süß, muss ich sagen. So Haarreifen mit Fledermausohren. Kostet auch nur 1 Euro, finde ich echt total günstig. Hier gibt es weitere LED-Lampignon hier in Kürbisform. Was gibt es noch? Ah, hier hinten gibt es noch was. Ein Geistgesicht gibt es noch. Ich glaube, vielleicht nehme ich sogar sowas mal mit, falls man doch irgendwie sich mal verkleiden muss. Hier, das ist so für 3 Euro ein Eimer mit LED. Das finde ich auch richtig süß. Der leuchtet. Ach, wie cool. Das sind LED-Ballons für 2 Euro. Dann haben wir hier so eine Brille, eine Partybrille wieder. Hängedekorationen für 1 Euro, Kunstblut für 2 Euro. Da sind wieder so LED-Girlanden. Hier sogar mit Spinnen. Thank you.
Die Servietten finde ich auch richtig süß für den Herbst. Dann gibt es ja auch noch weitere Halloween-Servietten. Kosten auch nur 1 Euro. Und die auch. Dann hier weitere Masken. Ein Hexenhut. Der kostet auch nur 2 Euro. Hier haben wir auch schon Herbstartikel. Da werde ich euch aber auch noch einen extra Teddy-Herbst-Shopping-Vlog online laden. Hier gibt es noch weitere Dekorationen. Die kosten 2 Euro, finde ich jetzt auch richtig günstig. Gibt es in verschiedenen Farben. Hier könnt jetzt meine letzten zwei Videos sehen. Ihr dürft mich auch kostenlos abonnieren. Darüber würde ich mich mega freuen. Ja, der nächste Teddy-Vlog wird ein Herbst-Edition-Vlog. Da werde ich euch alle Herbstsachen zeigen. Auf die Jahreszeit freue ich mich auch schon wieder. Vor allem auf die ganzen Kürbisse. Ja, das war's jetzt eben mit meinem Vlog. Ich hoffe, euch hat dieser gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Oder hinterlasst einen Kommentar. Ich freue mich immer über jedes Kommentar. Und versuche auch immer alle zu beantworten. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.